Also eine weitere Übung zum Rückwärtsrechnen sozusagen. Ich habe bloß zwei Punkte gegeben. Ich weiß, das ist eine lineare Funktion. Also die gehorcht der Vorschrift f von x ist mx plus n. Das ist der Hinweis darauf, dass es eine lineare Funktion sein muss. Gesucht ist der Graph und die Funktionsvorschrift. Und jetzt mal ganz schnell, zack, zack, einfach mit ein paar Punkten und zack, 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 ein Koordinatensystem. Und dann geht's los. Dann rechnen. Einfach ganz schnell freihand loslegen. Mal kurz gesagt, soweit sind wir gekommen. Die Skizze, zack, zack. M ist rund 5 halbe. Abgezählt, weil 2 nach rechts, 5 nach oben. Rein rechnerisch, der rechtere Wert minus der linkere. Und zwar, über dem Bruchstrich stehen immer die y-Werte. Da ist der rechte 9 minus 4. Daher kommt das. Und unten entsprechend wieder der rechtere 5 minus 3. Einfach die Werte übernehmen. Man muss bloß richtig rum machen. Und das ergibt ein m von tatsächlich 9 minus 4 ist 5. Und unten 2. 5 halbe. Gut, das funktioniert. Was haben wir jetzt schon? Jetzt haben wir einen Teil. F von x ist Gesundheit. 5 halbe x. Aber jetzt wissen wir das n noch nicht. Und wie machen wir das? Okay, dann setze ich bekannte Punkte ein. Nehmen wir 3 und 4, nehmen wir p gleich. Okay, p, die Koordinaten da einsetzen. Dann kriege ich es hin. Achso, p ist 3 und 4, ne? Naja, dann sagen wir, okay, 4 ist gleich, das war der blaue, 4 ist gleich 5 halbe. Und jetzt gucken nochmal, aha, der x-Wert ist 3. Okay, mal 3 plus n. Der Rest ist wieder Handwerkszeug. Wenn ich jetzt hier mein n angucke, dann ist es 1, 2, vielleicht minus 2,5. Also n müsste rund minus 2,5 sein. Müsste. Das Schicke ist, ich habe jetzt einfach eingesetzt, ne, bis dahin ist es noch alles richtig und ich sage, okay, wenn hier steht 15,5, nehme ich mal 2 Fünfzehntel. Dann komme ich auf 8 Fünfzehntel. Was? Hier muss minus irgendwas rauskommen und viel mehr. Und dann merke ich spätestens an der Stelle, dass ich zu schnell bin. Dann fassen wir doch einfach lieber zusammen und dann merken wir auch, dass das Quatsch war. Also zusammenfassen und dann sieht man es besser. 4 ist gleich 15 halbe plus n. Aha, das kriege ich nicht weg, indem ich mal 2 Fünfzehntel nehme, sondern indem ich minus 15 halbe rechne. Minus 15 halbe, ich könnte auch sagen, das wäre wie minus 7,5. Und 4 minus 7,5 ergibt minus 3,5, einverstanden? Minus 3,5 ist gleich n demzufolge. Freue mich auch noch. N. Und wenn ich das mit dem geschätzten Wert hier vergleiche, ja, das käme hin. Dann funktioniert es. So, Schluss mit diesem Video. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Gut, Schluss. Und schöne Pause.